Sie sind im März oder im Februar? Ich weiß es nicht genau. Im Februar sind Sie 70 Jahre alt geworden. Derselbe Tag wie heute, der 26. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Herr Pfarrer Dauner. Dankeschön. Man hört so ein ganz kleines bisschen, dass Sie Rheinländer sind, aber Sie sind Rheinländer aus Sachsen-Anhalt. Wieso? Aus Sachsen-Anhalt, das weiß ich erst seit 2-3 Jahren. Ich war immer der Meinung, ich bin in Brandenburg geboren. Und ich habe einer meiner Kunden von den CDs ist natürlich der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Und er hat heftig widersprochen am Telefon und sagt, Sie sind in unserem schönen Sachsen-Anhalt geboren. Dann habe ich erstmal auf der Karte nachgeschaut und es ist wirklich so. Ja. Okay, das haben Sie jetzt verbrieft. Aber wieso sind Sie denn da geboren als Rheinländer? Ja, meine Eltern sind, und auch schon die Großeltern, die Großeltern sind eigentlich zugezogen nach Leverkusen. Ich bin Leverkusener Rheinländer, fast Kölner. Leute, die nicht wissen, wo Köln liegt, sage ich, das liegt dann bei Leverkusen. Ne? Dann wissen die meistens Bescheid. Ja, die Eltern sind dort geboren. Meine Großeltern sind dort schon hin, weil ja damals um die Jahrhundertwende 1900 war alles auf der Walz, hat man damals gesagt. Die suchten Arbeit. Die Oma von Dauners Seite, Vaters Seite, die kam von Holland. Und der Opa kam aus Oberbayern. Und deshalb spiele ich auch die Konzertlieder, die ich auch gelernt habe, nach Noten. Beim Gitarrenspiel ist das etwas anders. Das habe ich mir nur selber beigebracht. Einer, der richtig konzertant Gitarre spielt, wird sagen, na ja, das ist so ein bisschen, was er da macht. Zur Musik kommen wir gleich. Bleiben Sie mal bei Leverkusen und Sachsen-Anhalt. Ja, dann meine Mutter musste dorthin wegen der Bombenangriffe. Also von Leverkusen weg? Ja, es wurden ja stark gebombt, Kölner Raum vor allen Dingen. Ne? Vater sagte, es wird zu gefährlich. Sie war ja dann auch schwanger mit mir. Und dann hat sie gedacht, sie käme vielleicht ins Bergische Land, Sauerland. So weit wollte sie ja von Heim da gar nicht weg. Dann war sie fast bei Berlin gelandet. Ne? Mit meiner Tante, also die Schwester meines Vaters. Und mein kleiner Bruder war noch dabei mit 5 Jahren. Und dort bin ich dann noch zur Welt gekommen. Mein Vater hatte dann sogar Urlaub genommen im Bayerwerk und wollte, die haben aber schlecht gerechnet damals. Ne? Die haben das falsch ausgerechnet und da hat er schon ein paar Tage seinen Urlaub überzogen und ist dann sonntags weggefahren und montags kam ich auf die Welt. Mein Vater hat dann lange gebraucht, schon auf 2 Tage, bis er endlich in Leverkusen wieder ankam. Da waren die Schienen ja teilweise zerbombt, mussten wieder ein Stück laufen, wieder ein Stück mit der Eisenbahn fahren. Und als er dann in Leverkusen ankam, da wurde er sofort in den Volkssturm. Die Amerikaner standen schon auf der anderen Seite. Und dann kam Uniform, Volkssturm, eine Woche Soldat gespielt und ist dann in Gefangenschaft gekommen und hat mich dann erst gesehen, als ich 3 Jahre alt war. Erster Abschnitt in Ihrem Leben, zweiter Abschnitt, ich habe eben gesagt, Pfarrer Friedhelm Dauner, eigentlich sind Sie Chemielaborant, ne? Ja, da habe ich natürlich gehört, sich so in Leverkusen, ne? Der Vater war im Bayerwerk, mein Bruder im Bayerwerk und dann muss der Junge auch ins Bayerwerk. Ne? Ich wusste aber auch nicht so recht, was ich werden sollte, also darf ich das sagen, ja? Wie ich zu meinem Beruf gekommen bin. Wir hatten Schulentage, ich muss das ein bisschen auch noch ausholen. Wir sind dann auch umgezogen. Also ich bin jetzt noch immer in der Schule geblieben, weil ich wegen 2 Jahren nicht wechseln wollte. Und der Kaplan, der hat eine Fahrt angeboten, für so Schulentlassungsfahrt war das, ins Bergische Land und er hatte so einige Bücher dabei. Der ein Buch war der Priester des Herrn, ein Bildband von der Kindheit des Pfarrers bis zu seinem Grabstein. Und dieses Buch habe ich mir ausgeliehen. Also meine Berufung war nicht so spektakulär wie bei manchen anderen vielleicht, die vielleicht auch eine Erscheinung hatten, ich weiß es nicht. Also ganz, ganz solide ist das gewesen. Und da sagte der Schulkamerad zu mir, na willst du etwa Priester werden? Ich hatte vorher überhaupt keinen Gedanken daran gehabt. Und dann habe ich mir das überlegt und hat mich das so begeistert. Auch und der Kaplan hatte mich damals auch begeistert. Meistens ist es ja ein Vorbild, ne? Wo man dann auch gerne auch nachahmt und auch vielleicht gerade in dem Alter, wenn man so 14 Jahre alt ist. Ja, dann kam ich nach Hause und die Mutter sagte, also das schlagt dir gleich aus dem Kopf, Priester, das kommt in unserer Familie nicht in Frage. Das passt nicht in unsere Familie. Meine Mutter hatte ein zu hohes Bild von einem Priester, ne, das Ideal zu hoch gesehen. Und da waren Sie nicht geeignet? Da war ich dann nicht geeignet. Wir waren heim vom Vater einfach Arbeiter und ich hatte auch keine Schule besucht. Und dann musste der Junge also erstmal ins Bayerwerk hinein. Aber da haben Sie dann Glück gehabt, dass der Papa evangelisch war, oder? Der
Vater war ja dann stolz in Gersfeld, wenn er, also darauf zu sprechen kann man ja gesagt, wenn ich damals nicht die Unterschrift gegeben hätte, ich war ja 18-jährig und Mama mit 21 erst volljährig, wenn er sich die Unterschrift gegeben hätte, wäre ich nicht von zu Hause weggekommen. Das ging ja damals noch nicht, ne? Erst mit 21. Da hat dann gesagt, warum soll ich dem Jungen die Zukunft verbauen, wenn das sein Wille ist. Mein Vater von der Familie, der hat mit Kirche wenig am Hut, wenn man so sagt. Also der hat zwar in den Gottesdienst, wir sind eine musikalische Familie, der Onkel war Geiger. Kommen wir gleich nochmal drauf auf die Musik? Lass uns mal beim Priester näher bleiben. Ja, das ist ein bisschen vermischt. Ja, 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 er passt schon auf hier. Also Papa ja, war stolz. Über meinen Werdegang als Priester, dann wollen Sie dann weiter. Genau, da würde ich gerne noch hin. Denn als Chemielaborant kann man ja nicht gerade unbedingt so jetzt mit Theologie studieren. Ja, ich dann absolviert gehen, ne? Diese Lehre als Chemielaborant im Bayerwerk natürlich. Abitur nachgemacht. Ich musste Abitur nachholen, das habe ich in Bad Triburg nachgeholt. Bei so einem Kolleg. Kolleg. Für Spätberufen? Clemens Hofbauer, Kolleg für Spätberufen. Gibt es heute gar nicht mehr. Es gibt ja viele Möglichkeiten, heute zum Priester zu kommen, auch aufbauen irgendwo anders tagsüber. Da gab es, glaube ich, schon eine richtig gute Gemeinschaft, also so eine Clique, würde man heute sagen. Das war ein großes Haus, als ich da ankam. Da wurden wir nachher zugelegt, die Zimmer waren zu klein, da wurde noch ein Bett dazugestellt. Also waren so vier Studenten in einem Zimmer. Ne? Aber Sie gehörten zu so einer speziellen Clique, die dann also nach Bad Triburg auch zusammenbleiben wollte? Ja, so ein Freundeskreis. Und dann haben wir natürlich später schön, wenn wir noch weiter zusammenblieben in der Diözese. Dann sind wir nach Münsterland. Ich weiß nicht, warum wir dahin sind. War wohl einer aus Münster. Und dann sind wir zu dem Regens und der war nicht sehr freundlich, muss man sagen. Und Regens dann, ist der Leiter des Priesterseminars? Ja, der Leiter des Priesterseminars. Und dann war der Professor Matern, den wir gleich noch einige kennen. Der kam öfter nach Bad Triburg und hat gesagt, kommt doch mal hier nach Fulda und schaut euch das an. Dann sind wir dann auch hier und haben das alles angeschaut. Gute Atmosphäre im Priesterseminar. Wurden dann auch noch vom Bischof Adolf Bolte empfangen und er sagte dann so schön, bevor ihr jetzt wieder nach Bad Triburg zurückfahrt, da habt ihr mal 100 Mark, da geht euch erstmal schön was essen in der Stadt. Und wir dachten, na, das ist ja eine tolle Atmosphäre. Und dann hat er drei Studenten für 100 Mark, damals waren ja keine Euro, für 100 Mark drei Studenten gehabt. Ne? So kommt man dann auch an Nachwuchs wieder. Und auf die Art und Weise sind Sie dann im Bistum Fulda Priester geworden. Da genau. Sind Sie dann hängen geblieben. Ja. Noch ein Jahr in Innsbruck studierten. Das ist ja ein Freisemester, hat man ja, wo man ein Jahr rausgeht. Gut, so sind Sie dann Priester geworden, hier im Bistum Fulda. Jetzt kommen wir zum Musikraum. Kaplanstellen waren in Frieden zwei Jahre. Da kommen wir gleich nochmal hin. Jetzt bleiben wir erstmal, ich drängel Sie so ein kleines bisschen, aber jetzt bleiben wir erst nochmal eben ganz kurz bei der Musik. Sie haben nämlich, und die Schnittstelle machen wir nachher, Sie haben nämlich gesagt, musikalische Familie. Opa aus Oberbayern, Zither. Ja. Mhm. Onkel, Geiger. Am WDR, ja. Mhm. Vater? Vater hat Cello gespielt, Akkordeon und Zither. Die Zither durch das Oberbayern, ne? Ganz das natürlich. Er hat es von seinem Vater gelernt und mein Vater hat es mir gelernt. Mein Vater hat auch viele Zitterschüler gehabt. Ne? Und Sie haben richtig Zittern, so Zittern nach Noten? Ja, so habe ich nicht gezittert. Ne? So habe ich vielleicht vor der Sendung heute Abend gezittert. Ne? Okay. Der Opa hat mit der Musik schon Geld verdient. Der hat kein Geld verdient, ne? Der war auch im Bayerwerk tätig. Nee, aber nebenher haben Sie mir erzählt. Ja, die waren ja arm damals. Wir hatten viele Kinder, ich weiß nicht, wie viele Geschwister, 8 bis 10 Kinder müssen da gewesen sein, bei meinem Vater Geschwister. Die gingen dann als Oberbayern, dann kriegten die Kinder so Schuhplatten und so Kleider an und auch die Lederhose und dann ging er von Lokal zu Lokal und er war dann in Leverkusen auch schon bekannt. Die mussten dann Schuhplatten und er hat mit der Zither begleitet. Und der Opa hat auch, als ich 3 Jahre alt war, das ist auch so eine schöne Geschichte, die habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt im Vorgespräch. Die Mutter hat ein Lied, das kennen die Eltern von Ihnen vielleicht noch, das heißt Mariandel, Andel, Andel, mein Herz am Bandel, Bandel, Bandel. Und das ist natürlich für ein 3-jähriges Kind ein wunderschönes Lied. Das habe ich gesungen, dann sagte der Opa, der wird mal gut, hat die Musik natürlich gemeint. Ne? Er hat das schon gespürt, ne? Dass naja, aber da immerhin, einfach drin steckt. Immerhin haben Sie den inoffiziellen Titel der Heinche von Leverkusen gehabt, oder? Ja, das war auch wahr. Ich musste überall singen, in Sportvereinen. Und mein Vater hat dann so die Jungs, wo ich habe dann zu Zither mich begleitet. Ne? Der sagt, die Jungs, der Fußball war in der Einheit, geht im Mund auf. Und hat gesagt, Mann, was hat der Junge für eine Stimme? Ne? So wie Heinche oder Jantje, wie sie glasklar, ne? Ja, und dann musste ich überall singen. Und das Singen hat mein ganzes Leben durchzogen. Ich kann mir eigentlich ein Leben ohne Gesang überhaupt nicht vorstellen. Das ging dann weiter in Bad Triburg, wo ich Abitur machte. Dort wurden immer so Klassenfahrten gemacht. Ich musste bei allen Klassen mit, weil da ein buntes Programm nachmittags war. Und ich war dann der Gesangspartner, musste ich dann übernehmen.
Im Priesterseminar ging das weiter, dann habe ich da gesessen mit der Gitarre, gesungen und dann kam ein Mitstudent, der auch mit mir damals angefangen hat, ist jetzt Pastoralreferent, der ist im Krankenhaus hier tätig, im Städtischen. Der kam, Mensch, der war aus Fulda in der Gemeinde Elisabeth, wir haben Karneval, wir können da etwas zusammen machen, können wir nicht Karneval mal was spielen? Ja, also warum nicht? Das haben wir dann auch gemacht und haben eine Anlage geliehen. So viel Geld hat man nicht, eine zu kaufen. Und dann kam man gleich, hatten noch zwei andere Veranstaltungen irgendwo hier in Hauwieden war, sie hatten ein Hoffest gemacht. Und dort haben wir dann auch zum Tanz aufgespielt. Und dann war es rum und da hat er gesagt, es wäre doch schade, wenn wir aufhören. Und schon war die Band gegründet. Die ging dann über 2 Jahre lang. Ne? Ja, sehr viel Musik gemacht. Ne? Das Studium kam da ein bisschen kurz. Wann sind Sie dann so von den Veranstaltungen zurückgekommen? Morgens? Ja, der Professor Katrin hat das so schön bei der Firma mal gesagt in der Gemeinde. Ne? Also, ich hatte gesungen, den Firmding, was mir da auf den Weg gegeben. Ich wünsche dir Geborgenheit und Lied. Und das hat mich scheinbar so beeindruckt. Da hat er gesagt, ja, am Schluss, die Talente sind doch, merke ich, irgendwie verschieden vergeben. Also doch wahrscheinlich gut gefunden. Und dann sagte er, ja, euer Pfarrer, der kam ja manchmal morgens heim. Ich bin ja so einer, der gern studiert und auch liest Bücher liest. Da kam der erst vom Musikmachen heim. Ne? Was dem Bischof Bolte dann, weil der wiederum auch angegangen wurde, was dem dann also keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja, ne? Wurde von außen auch vieles von den Gläubigen, die das nicht gut fanden. Also es war zu weltlich alles. Ne? Also das heißt, können wir doch sagen, im Priesterseminar, die Band wurde dann verboten. Ging nicht mehr. Wurde verboten. Ich musste noch 3 Monate weitermachen, weil ich unterschrieben hatte den Vertrag. Er hatte ja verschiedene Veranstaltungen angenommen, so lange durfte ich noch. Und dann war Schluss. Dann kam ich als Kaplan nach Frieden und im Bonifatius-Bund, in der Studienzeitung stand Primitian Griff zur Gitarre. Das habe ich ja immer gemacht im Gottesdienst. Und ja, und dann musste ich, dann sagt der Pfarrer, die erwarten, dass du jetzt was singst beim Pfarrfest. Das habe ich dann getan, Gitarre, Verstärker hin. Kaum war ich fertig mit meinem Vortrag, kamen so 3 Buben angesprungen. Mensch, wir wollen da schon was machen mit einer Band. Herr Kaplan, können Sie da nicht was mit uns machen? Ja, so, kommen wir mal die Woche zusammen. Und schon war die nächste Band wieder gegründet. Jetzt war Frieden. Frieden war die erste Kaplanstelle, was Sie jetzt nie sagen würden, sage ich jetzt. Dann sind Sie nach Homberg gekommen, ja. Da gab es keine Band, da sind Sie schnell wieder weg. Und dann sind Sie in Somborn gelandet und schwupps gab es da wieder eine Band. Da gab es auch schon wieder eine Band, jawohl. Und in Mernitz, dann wo ich Pfarrer wurde, gab es eine Band und in Gersfeld am Anfang ja auch. Das und in Somborn hatten Sie aber dann so einen Pfarrer, der, also als Sie Kaplan waren, war der Pfarrer und der hat so auf der einen Seite ein bisschen skeptisch geguckt und auf der anderen Seite hatte der eine große Hoffnung irgendwo und hat alles mitgemacht. War für mich ein großes Vorbild, der Pfarrer Korn. Der war sehr tief religiös, also da müsste ich mir wahrscheinlich schreiben von Abstand, ob ich so tiefgläubig bin, ich weiß es nicht. Mir hat mal ein Jugendlicher gesagt, Sie sind doch nicht fromm, hat er zu mir gesagt, als Gerstfeld. Ich sage, ich bin nicht fromm. Die sind vielleicht gläubig, aber nicht fromm, hat er gesagt. Aber der Pfarrer war vielleicht wirklich fromm, der Pfarrer Korn. Aber der hat gesagt, irgendwas, alles fürs Reich Gottes, hoffe ich zumindest. Oder ja, der hatte mit dem Zeitungsschreiber, der viel über mich schrieb, der hat dazu gestanden und ich war vorne, habe die Musik gemacht. Ich mache ja dann auch so Lieder wie, du hast mich 1000-mal belogen, hast mich 1000-mal verletzt, das mache ich jetzt auch noch beim Pfarrfest oder so. Da singe ich das, da hat die Organistin der Spaß, wenn ich auf sie zugehe und sag's und sowas. Macht dir auch Spaß, ne? Ja, was hatten Sie jetzt eben gesagt? Nö, haben wir schon. Ja, also ist schon in Ordnung. Sie sind jetzt 29 Jahre Pfarrer in Gersfeld. Ihre Eltern sind später dahin gekommen, sind also dort begraben. Sie gehen da auch nicht mehr weg. Und wenn man so zurückguckt, warum auch? 4000 etwa Kinder und Jugendliche, die mit Ihnen irgendwo bei Freizeiten unterwegs waren. Und dann gibt es das Jahr 1995, Ihren 50. Geburtstag. Und da sage ich jetzt mal als Stichwort CD. 95, ja richtig. Am Geburtstag kam meine Cousine aus Köln, ist ja Leverkusener Raum, die wohnte in Köln und die brachte mir 2 CDs. Und da habe ich gesagt, ich habe keinen CD-Player, ich will das auch nicht, ich mache nicht alles mit, alle Neuerungen. Ich habe einen Plattenspieler, was soll das? Die Technik geht immer weiter, geht ja nur ums Kaufen. Ja, und im gleichen Jahr kam meine CD raus und dann musste ich mir natürlich auch einen CD-Player kaufen, das ging ja gar nicht anders. Ne? Aber Kassetten kamen damals ja auch mit raus, ne? Kassetten und CDs. Und dann haben Sie innerhalb kürzester Zeit selber die erste CD gemacht. Dann habe ich die CD auch und jetzt bin ich bei der 12. gelandet. Wer hätte das gedacht? Und dieser Erfolg hätte ich mir ja auch nie ausgemalt, so einen Erfolg zu kriegen. Lass uns kurz bei der ersten bleiben. Ein regionales Tonstudio hat Sie angesprochen. Sie waren noch am Anfang ein bisschen skeptisch. Dann sind 500 CDs und ich glaube 1000 Kassetten noch gemacht worden und die waren ratzfatz weg. Die waren in 3 Wochen waren die weg, ja. Ich habe gedacht, bis ich die da stehen soll, ich denke, mein Gott, bis wann. Aber die gingen so schnell weg, das war in Fulda hier, das war so Wahnsinn.
Wie sieht denn so eine CD von Ihnen aus? Nee, ich meine, wir wissen, wie eine CD aussieht, aber wie ist die gestaltet? Das ist ja eine besondere Art und Weise, wie Sie Ihre CDs machen. Ja, man hatte dann überlegt, wenn ein Sänger immer wieder, das gleiche Sänger, ist immer ein Wechsel, ist immer besser. Ne? Und dann hat man überlegt, das wäre vielleicht ganz gut, wenn ich ein gesprochenes Wort dazwischen setze. Ne? Und dadurch kam die Idee, eben da einfach die Lieder noch durch den Text zu verstärken, durch kurze Meditationen. Ne? Was auch der Detlef Block, der ja für mich schreibt, auch sehr gut findet. Das hat er so noch nicht gekannt. Die anderen sind Musik, Musik, Musik. Und das ist auf einmal sehr, sehr gut, weil es eben dann mal noch tiefer geht. Ne? Jetzt müssen wir kurz erklären, Detlef Block ist ein evangelischer Pfarrer, Jahrgang 34. Und eigentlich machen Sie mit dem seit vielen Jahren jetzt so ein richtiges Ökumene-Projekt mit Ihren CDs, oder? Ich habe früher nur Lieder von anderen übernommen. Und dann gibt es also auch, ein Komponist hat nicht immer Volltreffer. Ne? Da sind da Lieder dabei gewesen, da waren die Texte so toll. Und die Musik hat mich nicht so angesprochen. Dann habe ich den einfach angerufen, Detlef Block, ob ich die vertonen darf. Nochmal sogar. Ne? Teilweise sind sie vertont. Teilweise habe ich auch Texte, wie eben, das war schon mal vertont, was ich gesungen habe. Es kommen gleich noch welche, die noch keiner vertont hat. Schickt mir die Texte zu. Und das ist ein sehr netter Mann. Also ich bin froh, dass ich den habe. Also der stellt so tiefgehende Texte, ne? Die sprechen noch für sich. Und die ich dann auch mit der Musik unterlegen darf. Ist ein Lyriker, ne? Hat ja viele Bücher rausgegeben, auch der Detlef Block ist bekannt, hat auch Lieder im Gotteslob, im neuen Gotteslob ein Lied, 467 müsste es glaube ich sein, Detlef Block, und im evangelischen Gesangbuch jede Menge. Und er sagt dann immer so schön am Telefon zu mir, Bruder Dauner, und wir kämpfen doch für die gleiche Sache. Und das fand ich schon mal sehr, sehr sympathisch. Ne? Also diese Ökumene ist das ja eigentlich, die wir da machen sogar. Ja, eben. Wegzeichen, Zeit in guten Händen, Glauben erleben, danke dafür, geborgen sein, eine Kerze für die Liebe, Schritte zu dir in der Tiefe und 2014 ein Quell der Freude, zwischendurch noch zwei Weihnachts-CDs und ich habe noch nicht mal alle jetzt benannt. Das sind also so Ihre CDs. Sie müssen ja eigentlich steinreich sein, oder? Steinreich? Ja, wer so viele CDs verkauft, Herr Pfarrer Dauner? Nee. Ist ja eben nicht, weil Sie das Geld überhaupt nicht für sich verwenden. Das wird gespendet nach Bolivien an Pater Obermeier. Der hatte Glück, der war damals, als die erste CD, Kassette auch, beides kam ja raus, Wegzeichen rauskam, da stand er gerade in der Zeitung, hat einen Besuch hier in Fulda gemacht. Und dann, weil ich auch sehr viel mit Kindern gearbeitet habe, 4000, das war auch während der Studentenzeit schon. Ne? Und dann später als Kaplan und als Pfarrer, die vielen Kinder und Jugendlichen, die unterwegs waren mit mir. Ja, Bolivien ging dann, ging das nach Bolivien, der betreut dort 1500 Jugendlichen, die bekommen dort eine Berufsausbildung, Hilfe zur Selbsthilfe, also nicht nur, dass sie was zum Essen haben, sondern dass sie dann auch wirklich später im Leben auf eigene Beine zu stehen kommen. Und das ist ja viel wichtiger noch, ne? Denke ich mal. Ich war nie dort, man hat mich eingeladen, aber muss da nicht hinfliegen nach Bolivien extra. Wie kontrollieren Sie denn, dass Ihr Geld gut ankommt? Dass ich denke, ich vertraue dem Verein, wir helfen Kindern der dritten Welt, ne? Der unterstützt verschiedene Projekte und eines davon, das ist Bolivien. Mein Geld geht also ausschließlich nach Bolivien. Mhm. Er hat mir einen Brief geschrieben, einen persönlichen Brief, ganz am Anfang. Ich hoffe, da wieder von Ihnen zu hören. Da habe ich eigentlich gedacht, eigentlich zu sehen, ne? Habe ich gedacht. Das war das wohl auch gemeint. Ich glaube, wir müssen noch mal erklären. Also dieser Verein, wir helfen Kindern in der dritten Welt, der hat verschiedene Projekte. Und eines dieser Projekte ist eben mit diesem Pater Obermeier, den Sie eben benannt haben, verbunden. Und das ist dieses Kinderprojekt auch für Opfer häuslicher Gewalt, was Sie also unterstützen durch den Verkauf Ihrer CDs. Ja. Ja, viele Kunden habe ich. Also ich muss aber noch eine Geschichte, die ist so goldig, die muss ich erzählen, wie ich vom Wachtgebüll fuhr. Das habe ich Ihnen gar nicht im Vorgespräch, aber das ist so schön. Sie müssen also auch noch erzählen, was der Wachtgebüll ist, weil das ja auch nicht jeder weiß. Ach so, das ist eine Filialgemeinde von mir. Die hat einen Kaplan, der nie Pfarrer war, der krank war, hatte sich doch niedergelassen. Also auf so einem Berg, in der Berglein in der Rhön, der also Wachtgebüll hat. War seiner Zeit weit voraus. Da kommt also eine junge Frau und will ein Taufzeugnis bei uns haben, in Gersfeld, und schauen wir nach im Buch, ist nicht drin. Ja, dachte so bei mir, ja Mensch, meine Mutter hat mich erledigt gekriegt. Da hat der Pfarrer sich ja geweigert, mich zu taufen. Da sind wir zum Kaplan Mott an den Wachtkübel. Ne? Das ist heute undenkbar eigentlich, ne? Sowas zu verweigern, ist auch irgendwo unmöglich. Ja, dann war der kleine Junge, also der fuhr mit mir runter, Messdiener, und da lief dann immer eine CD im Auto. Wissen Sie, was der zu mir sagt? Würde ich mir nie kaufen.
Es reicht mir schon, wenn Sie beim Gottesdienst singen. Das war sehr aufbauend. Dann habe ich aber auch einen Jungen erlebt, 13 Jahre war der etwa alt. Nach der Kindersegnung Weihnachten war das, der stand im Flur und dann bin ich so an ihm vorbei. Ich sage, du bist nicht von hier, nein, aus Frankfurt. Ich sage, schön, ja, wir haben auch Ihre CDs. Ja, gut. Und ich bin oft so nervös, sagt der 13-Jährige. Und wenn ich dann so nervös und unruhig bin, dann legen wir die Haufen, dann werde ich ganz, ganz ruhig, sagt er zu mir. Und letztens haben wir eine Mathematikarbeit geschrieben. Und da war ich so nervös morgens, da haben wir die aufgelegt und dann habe ich noch eine 3 geschrieben. Das lief wie Honig mir nirgend runter. Ne? Pfarrer Fedel Baunei, herzlichen Dank dafür, dass Sie da sind. Dankeschön.